Dem Polizisten Heiko Gerke wird eine versuchte Vergewaltigung an seiner Babysitterin Vicky Lammers vorgeworfen. Anwältin Alisa Valjulova ist dahinter gekommen, dass Heikos Kollege Kai Kolpe ausgesagt hat, die Straftat beobachtet zu haben. Heiko ist entsetzt über die Lüge seines Kumpels. Die Anwältin will Kai mit ihrem Mandanten sofort zur Rede stellen. Was machst du denn hier? Ja, blöde Frage. Kannst du dir mal vorstellen, warum ich hier bin? Du warst der Zeuge. Wie kannst du mir so in die Scheiße reiten, Kai? Ich dachte, du bist mein Freund. Und deswegen soll ich für dich lügen, oder was? Hör mal, ich bin in erster Linie bin ich Polizist. Deswegen denkst du, ich bin zu einer Vergewaltigung fähig? Ja, woher soll ich denn wissen, was bei dir im Kopf los ist? Warum meinen Sie überhaupt, Sie hätten lügen sollen? Naja, ich habe Heiko und Vicky in Richtung Toilette gehen sehen. Und die DNA-Spuren, die sprechen ja wohl Bände, oder nicht? Sagen Sie mal, Herr Kolpe, kennen Sie Frau Lammers vielleicht etwas näher? Was soll das denn jetzt heißen? Ne, ich frage es deswegen, weil Frau Lammers eine relativ eindeutige SMS bekommen hat. Ja. Ich glaube, mein Mandant sollte Ihnen das mal zeigen. Und in dem Moment, als die verschickt wurde, hätten sowohl Frau Lammers als auch Sie ohne Probleme Zugang zum Handy meines Mandanten gehabt. Also, von der SMS weiß ich nichts und ich habe sie auch definitiv nicht geschrieben. Gut, also ob Sie was damit zu tun haben oder nicht, wird sich noch herausstellen. Morgen wird Frau Lammers einem Glaubwürdigkeitsgutachter unterzogen und dann wird dieser Psychologe auch beurteilen, ob Frau Lammers lügt oder nicht, und dann wissen wir auch, ob Sie beide unter einer Decke stecken, wovon ich nämlich ausgehe. Schöner Freund, danke. Ich weiß auch noch nicht, ob Herr Kolpe und Frau Lammers unter einer Decke stecken, aber ich werde es herausfinden. Morgen sind die Fingerabdruckergebnisse da und wir werden wissen, welche Fingerabdrücke sich auf der Schlaftablettenpackung befunden haben. Und idealerweise sind das die Fingerabdrücke von dem angeblichen Opfer. Damit wäre nachgewiesen, dass sie was mit der ganzen Sache zu tun hat. Als Heiko am Abend nach Hause gefahren ist, war Paula immer noch wütend auf ihren Mann. Sie wollte nicht mehr über die SMS an Vicky reden und hat ihn aus dem Schlafzimmer ausquartiert. Doch nach einer schlaflosen Nacht auf dem Sofa beschließt Heiko, nicht einfach aufzugeben und um seine große Liebe zu kämpfen. Hey, guten Morgen, Schatz. Darf ich? Du, ich weiß, dass so viele Beweise gegen mich sprechen. Aber ich schwöre dir, Schatz, ich habe Vicky nicht angerührt. Ich habe die halbe Nacht wachgelegen, Heiko, und ich habe mir immer und immer wieder die gleiche Frage gestellt. Bist du zu sowas fähig? Und ich kam immer wieder auf das gleiche Ergebnis, dass ich nicht glaube, dass du wirklich die SMS geschrieben hast. Und ich glaube auch nicht, dass du sie versucht hast zu vergewaltigen. Wie? Dann glaubst du mir etwa? Ich kenne dich doch und ich liebe dich. Und ich glaube dir. Und das mit Vicky, das musst du verstehen. Ich habe voll rot gesehen, als sie mir die SMS gezeigt hat. Und es kommt nie wieder vor, dass ich schwach werde. Ich werde jetzt immer hinter dir stehen. Danke, das habe ich wirklich gebraucht jetzt. Ich finde es so toll, dass du mir zu mir hältst und zu mir stehst. Gerade in der ganzen Zeit jetzt. Ich brauche das einfach. Ich brauche dich. Und gerade nach der Sache jetzt, die ich erfahren habe, dass Kai der Zeuge sein soll. Kai? Ja, unsere Anwältin vermutet, dass Kai und Vicky gemeinsame Sache gemacht haben, dass sie alles zusammen geplant haben. Erzähl keinen Scheiß. Aber weißt du was, so richtig wundert mich das gar nicht. Wie meinst du das jetzt? Na, überleg doch mal. Kai war immer schon eifersüchtig auf dich. Damals auf der Polizeischule. Du warst immer besser als er. Dann hast du mich kennengelernt. Und wir haben geheiratet und eine Familie gegründet. Das hat er überhaupt nicht gut gefunden. Meinst du, aus Eifersucht würde Kai sowas durchziehen? Er ist doch nicht mal ein Familienmensch. Mensch, Liebling, überleg doch mal. Weißt du noch, ihr habt mich damals zusammen kennengelernt. Und Kai hat auch ein Auge auf mich geworfen. Ich habe mich aber für dich entschieden. Das hat ihm schon nicht geschmeckt. Und dann sollst du jetzt noch vor ihm befördert werden und sozusagen sein Vorgesetzter werden? Ja, ich dachte eigentlich immer nur, es ist ein gesunder Konkurrenzkampf zwischen uns beiden. Aber jetzt wirklich, nach dem, was du aufzählst, kann man sich es doch wirklich vorstellen, dass die gemeinsame Sache gemacht haben. Keine Ahnung, es ist Wahnsinn. Ich weiß auch nicht, was Vicky gegen uns hat. Aber ich hoffe wirklich, dass bald das Glaubwürdigkeitsgutachten kommt, um festzustellen, ob Vicky wirklich die Wahrheit gesagt hat. Ich hoffe so sehr, dass Vickys Fingerabdrücke auf der Tablettenpackung sind. Weil ganz ehrlich, ich meine, dieses Missstück, das muss endlich bewiesen werden, dass sie dich betäubt hat. Das gibt es gar nicht. Aber lass uns frühstücken, Schatz. Oh ja. Na los, dann essen wir was. Das hast du süß gemacht. Ich bin so froh, dass Paula immer noch zu mir steht, nachdem was alles passiert ist. Und wenigstens konnte Vicky eine Sache nicht zerstören, und zwar meine Ehe. Alisa Valjulova hat das Ergebnis des Glaubwürdigkeitsgutachtens bekommen. Doch auch das kann nicht darüber Aufschluss geben, ob Vicky lügt oder die Wahrheit sagt.
Die Anwältin will nun in Erfahrung bringen, ob auf der Schlaftablettenpackung im Schrebergarten der Gerkes Fingerabdrücke von Vicky gefunden wurden. Das würde beweisen, dass die 19-Jährige etwas mit Heikos Betäubung zu tun hatte. Ja, ich bin wegen der Fingerabdrücke und der Ergebnisse da. Haben Sie da schon was für mich? Ja, haben wir in der Tat. Also die Spurensicherung, die hat das analysiert und die hat gar keine Fingerabdrücke gefunden. Gar keine Fingerabdrücke? Das geht doch auch nicht. Ich meine, abgesehen davon, dass der Apotheker die Packung angefasst hat, derjenige, der die Tabletten Herr Gerke verkauft hat, müssen doch wirklich zumindest Herr Gerkes Fingerabdrücke drauf sein. Ja, und Heiko wird sich sicherlich auch keine Handschuhe anziehen, wenn er die Tabletten nimmt. Aber da bleiben immer noch die DNA-Spuren auf Vickys Körper und unter seinen Fingernägeln. Die sind ja wohl eindeutig. Ja, ich weiß, was Sie meinen. Aber ich bin trotzdem von der Unschuld meines Mandanten überzeugt. Und ich bin der Meinung, dass diese Vicky mir irgendwas anhängen möchte. Und ja, die Tatsache mit der Verpackung, dass da keine Fingerabdrücke drauf sind, spricht noch mehr dafür. Weil, ich meine, wie gesagt, es sieht ja ganz danach aus, dass sie jemand sauber gewischt hat. Ach, ich weiß nicht. Vielleicht haben Sie ja recht. Und eigentlich passt das auch gar nicht zu Heiko. Also wenn ich mich daran erinnere, wie er in den Fällen von häuslicher Gewalt oder Vergewaltigung umgegangen ist, da kannte Heiko immer keinen Pardon. Gut, also wie gesagt, ich werde alles dafür tun, um die Unschuld meines Mandanten zu beweisen. Ich habe jetzt gleich noch einen Zeugentermin, der hat sich heute früh gemeldet. Vielleicht hat er irgendwas gesehen, was Heiko entlasten könnte. Würden Sie mich denn vielleicht begleiten? Ja, na selbstverständlich würde ich das sehr gerne. Okay. Schön, dass Sie mir das anbieten. Es gibt also noch einen Zeugen. Vielleicht kann uns dieser sagen, was wirklich passiert ist und kann meinen Mandanten entlasten. Und wir wissen endlich, wie Vicky auch an die DNA-Spuren meines Mandanten gekommen ist. Alisa Valjulova begleitet die Polizistin Jenny Fischer zur Vernehmung von Heinz Griesmann. Der 58-Jährige ist ein Nachbar der Gerkes. Die Juristin hofft, dass der Zeuge etwas gesehen hat. Denn um Heikos Unschuld zu beweisen, muss sie wissen, wie die DNA ihres Mandanten unter Vickys Fingernägel gekommen ist. Guten Tag, Herr Griesmann. Ich bin die Frau Fischer. Wir haben heute Morgen telefoniert. Ich bin der Heinz. Freut mich. Frau Valjulova, die Rechtsanwältin von Herrn Gerke. Ja, schön, dass Sie gekommen sind. Ja. Sehen Sie mal, was haben Sie denn gesehen? Ja, ihr seht, in dem Sinne habe ich gar nicht viel. Den Abend, als ich nach Hause gehen wollte, da kam er hier angetorkelt, war ja Party bei Ihnen auf dem Grundstück. Ja. Und da legt er sich hier auf der Bank und fällt um. Naja, er hat Ihnen zu viel getrunken. War ja ein guter Anlass. Ja. Deswegen und lag da flach. Ja, mehr kann ich eigentlich gar nicht sagen. Also in dem Moment, als Sie ihn gesehen haben, war er völlig allein. Und Sie haben sich nicht weiter darum erkundigt, was da los Nein. ist. Weil dann kam ja auch die Kleine, ich weiß ja nicht, wie sie heißt, ich glaube Vicky, die sich immer um den Linus kümmert, ja, von der Familie her. Okay. Und hat sich um ihn gesorgt, dachte ich, na ja, dann ist ja alles im grünen Bereich. Ja, und deswegen war das für mich Jessen, der Fisch. Ja. Das heißt, dass die Frau Lammers dazu kam, aber Herr Gerke bereits vorher alleine sich auf der Bank breit gemacht hat? Die kam danach, ja, die kam danach. Da war er schon weggetreten? Da war er 100% weggetreten, ja. Okay. Ja. Sie haben uns eigentlich sehr gut geholfen. Ja. Das wäre soweit eigentlich auch schon alles. Ne? Also immer gerne. Vielen Dank, Sie haben uns wirklich sehr geholfen. Ja, das freut mich. Genau, ja, danke, Herr Griesmann. Ja? Da haben wir uns sehr danke, ciao. Wiedersehen. Tschüss. Ja, Frau Fischer, also offensichtlich hat er nicht nur Frau Lammers, sondern auch Herr Kolper eine Falschaussage gemacht. Es scheint ganz danach, dass die beiden unter einer Decke stecken. Ja, Sie haben recht, weil der Kai hat nämlich auch gesagt, dass Vicky Richtung Toilettenhäuschen gegangen ist, als Heiko ihr gefolgt ist. Und das Toilettenhäuschen ist am ganz anderen Ende vom Schrebergarten. Was für eine Scheiße hat sich Kai denn da ausgedacht? Ja, aber das ist auch noch nicht alles. Es gibt ja auch noch diese obszöne SMS, die Herr Gerke angeblich an Frau Lammers geschickt hat. Ja? Aber in dem Moment, als diese SMS verschickt wurde, hatten sowohl Frau Lammers als auch Herr Kolpe ohne Probleme Zugang zu dem Handy gehabt und hätten die von Herr Gerkes Handy an Frau Lammers schicken können. Ich frage mich nur, warum die beiden unter einer Decke stecken. Was sind deren Interessen? Können Sie sich irgendwas vorstellen? Und ob es ergibt das Ganze einen Sinn? Also vor 2-3 Monaten habe ich die beiden beim Knutschen gesehen. Habe mir dabei aber nichts gedacht. Ist ja auch Kais Sache, mit wem der da was macht. Ich habe auch Kai nichts erzählt davon. Der soll nämlich jetzt die Beförderung vom Heiko bekommen. Und seitdem das raus ist, spricht der Kai von nichts anderem mehr. Also, wenn das jetzt kein Motiv ist, dann weiß ich auch nicht, Frau Fischer. Offensichtlich hat Herr Kolpe auch noch Frau Lammers dazu angestiftet, diese Falschaussage zu machen, damit er seinen Kontrahenten ausstechen kann. So ein Arsch. Ich glaube, ich sollte mich mal mit ihm unterhalten. Ja. Alisa Valjulova hat ihrem Mandanten von Kais Falschaussage berichtet. Die Juristin vermutet, dass Kai gemeinsame Sache mit Vicky macht, um Heiko auszustechen und selbst befördert zu werden. Heiko ist völlig fassungslos. Die Juristin schlägt ihm vor, Kai gemeinsam zur Rede zu stellen. Kai, du verdammtes Arschloch! Warum tust du mir das alles an? Nur wegen deiner Karriere? Weswegen lügst du?
Was damit du meine Beförderung bekommst, oder was? Was hast du denn jetzt für ein Problem? Beförderung? Ja, was mein Mandant Ihnen damit sagen möchte, ist, dass Sie eine Falschaussage gemacht haben. Und das nur, um Ihren Kontrahenten bei der Beförderungsgeschichte auszustechen, richtig? Wie kommen Sie denn auf das schmale Brett? Hey, hör doch auf zu lügen. Wir haben eine Zeugenaussage. Die sagt ganz klar, dass Heiko längst weggetreten war, als Vicky ihm hinterhergekommen ist. Was für eine Scheiße hast du dir da ausgedacht? Was mit den Schlaftabletten? Du wusstest, wo die liegen. Und dann hast du mir ins Getränk gemischt, nur um mit Vicky gemeinsame Sache zu machen. Stimmt's? Das ist doch so ein Blödsinn. Jetzt wollt ihr mir alles in die Schuhe schieben hier. Ich hab nichts mit der Vicky Lammers zu tun. Und erst recht nicht habe ich dir irgendwelche Pillen in dein Getränk getan. Sie brauchen uns aber nicht zu erzählen, dass sie nichts mit ihr haben. Wir wissen, dass sie mit Vicky zusammen sind. Sie wurden zusammen gesehen. Und wie war das eigentlich mit der SMS? Haben Sie sie abgeschickt oder Frau Lammers, als das Handy bei meinem Mandanten auf dem Küchentisch so offen da lag? Ich gebe zu, dass ich mit Vicky Lammers ein, zweimal rumgeknutscht habe. Aber was ich definitiv auch bereue, und sie hat mich sowieso ständig nur über dich ausgefragt. Von A bis Z, von morgens bis abends. Und das ging mir auf den Keks, das hat mich irgendwie abgetürmt. Und was war mit der Falschaussage? Ja gut, Falschaussage. Ich gebe zu, dass ich vielleicht das ein oder andere ein bisschen falsch interpretiert habe. Das mag sein. Aber mit Vicky habe ich definitiv keine gemeinsame Sache. Das werde ich auch beweisen. Pass auf, wirklich. Gut, also ich muss schon eine Sache sagen. Ich glaube ihm schon, dass er irgendwie von Vicky an der Nase herumgeführt wurde, dass er da tatsächlich nicht selber was ausgeheckt hat. Aber warum? Was will Vicky von mir? Ich verstehe es nicht. Das weiß ich auch nicht. War sie mal in sie verliebt oder ähnliches? Ich meine, war das irgendwie verschmähter Stolz? Gibt es da irgendeinen Anlass? Keine Ahnung, ich komme auf nichts. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was sie von mir will. Ich habe doch Ihren Bundeszentralregisterauszug angefordert, Frau Fischer. Haben Sie da schon was für mich? Dann gehe ich mal kurz mit Frau Fischer mit und Sie fahren nach Hause und wir telefonieren nachher. Ja. Ich bin bestimmt kein Engel, aber die Nummer habe ich nicht abgezogen. Und langsam, aber sicher bekomme ich das Gefühl, dass ich hier das Bauernopfer bin und Vicky mich von Anfang an nur verarscht hat. Aber na warte, dieses Luder werde ich mir schnappen. Kai hat Vicky zuliebe die Falschaussage gemacht. Doch ihm ist klar, dass er damit einen großen Fehler begangen hat. Wütend fährt er zu der 19-Jährigen, um sie mit den Vorwürfen zu konfrontieren. Oh, geht's noch? Was soll denn jetzt gebimmeln? Ja, Entschuldigung, ich möchte ganz gerne mit der Vicky sprechen. Ist sie da? Was wollen Sie von meiner Tochter? Das ist Privatsache. Aber sagen Sie mal, kann ich sie irgendwo her? Vicky, Besuch für dich. Ja. Was willst du denn hier? Du kannst gleich wieder gehen. Hör mal zu, ich weiß alles. Das mit den Schlaftabletten, das mit der SMS. Sag mal, was für eine Scheiße ziehst du hier eigentlich ab? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Wovon ich rede? Du willst meinem Freund Heiko irgendeine Scheiße anhängen, die er nicht getan hat. Also sag mir, was hast du damit zu tun? Du hast mich dafür auch noch benutzt. Ganz ehrlich, halt dich doch einfach da raus, geh den Scheißdreck an, okay? Und jetzt verschwinde, Mann! Boah, so ein durchtriebenes Luder. So langsam glaube ich wirklich, dass Heiko sie nicht vergewaltigen wollte. Oh, was habe ich denn da nur für eine Scheiße jetzt gemacht? Ich muss mal gucken, dass ich das bei Heiko alles wieder gerade gebogen kriege. Hoffentlich kann er mir noch mal verzeihen. Das war doch nicht etwa... Ja, doch, war ja. Und jetzt? Das ist doch nicht dein Ernst. Was hast du mit diesem Polizisten zu schaffen? Du musst sofort zur Polizei gehen, um die Wahrheit zu erzählen. Zur Polizei, na klar. Nicht mal annähernd gehst zur Polizei. Hast du vergessen, was er uns angetan hat? Ganz ehrlich, hat unser Leben zerstört, Mann. Ich werde ihn einfach immer nur hassen, Mann. Alisa Valjulova hat auf der Polizeiwache endlich Einblick in die Strafakte von Vicky Lammers bekommen. Die Babysitterin ist bei der Polizei kein unbeschriebenes Blatt. Die Juristin will mit ihrem Mandanten in Vickys Vergangenheit nach dem Grund für ihre Lügen forschen. Sie vermutet, dass sie Heiko aus Rache beschuldigt. Oh, ich hab gesehen, die Akte ist endlich gekommen. Richtig. Und ich bin auch froh, dass es überhaupt eine Akte gibt, ja. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Ja, ich habe schon einen Blick reingeworfen. Schauen Sie mal. Ja, Klassiker, sag ich mal, ja. Oh mein Gott. Drogendelikte, Widerstand gegen die Staatsgewalt. Wenn ich das damals alles gewusst hätte über Vicky, dann hätte ich sie nie als Babysitterin engagiert. Oh mein Gott, Moment. Entschuldigen Sie mich kurz. Ja. Kai, was willst du denn hier? Hey, ich wollte noch mal mit dir reden über die ganze Sache. Na los, komm rein, aber halt dich bitte kurz, ja? Ja. Was ist los? Was willst du jetzt hier? Guten Tag, Herr Teufel.
Ich wollte mit dir noch mal über die ganze Geschichte reden. Ich möchte, dass du mir glaubst. Es tut mir leid, dass ich eine Falschaussage gemacht habe. Und es war auch wirklich nicht meine Absicht. Aber ich habe mit dem ganzen anderen Scheiß habe ich wirklich nichts zu tun. Ja, und jetzt glaubst du, dass ich mich so einfach hier von dir deine Entschuldigung annehme, oder wie? Nein, ich versuche mich einfach nur wieder aus der Nummer halt rauszuziehen und dir klarzumachen, dass ich wirklich nur die eine Sache, das war falsch. Und das gebe ich jetzt auch zu. Und ich war auch bei Vicky zu Hause und wollte die zur Rede stellen. Ich habe geklingelt, die Mutter hat mir die Tür aufgemacht. Und aber Vicky hat noch nicht mal versucht, sich da rauszuwinsen. Aber die Mutter, die kam mir irgendwie bekannt vor. Hast du die schon mal gesehen? Ich weiß ja nicht, was die Mutter mit der ganzen Geschichte zu tun haben soll. Also Vicky war unsere Babysitterin und nicht ihre Mutter oder irgendwer. Ja, ist mir schon klar. Vicky ist die Babysitterin. Aber irgendwie, also ich habe das Gesicht gesehen und habe mir gesagt, also entweder du, ich, wir, irgendwie haben wir damit schon mal zu tun gehabt. Ganz markantes Gesicht. Entschuldigung, ich unterbreche wirklich ungern. Hier steht auch was über die Mutter von der Vicky. Und zwar steht hier, dass sie vor 11 Jahren ihren Mädchennamen wieder angenommen hat, weil sie Witwe wurde. Sagt Ihnen der Name Gerstemann irgendetwas? Gerstemann. Oh, Feier. Nein, Scheiße. Gerstemann, das ist die, ach, was war das hier, diese Überfallgeschichte. Kai, du hast recht. Was heißt das jetzt? Das war die Geiselnahme damals vor 11 Jahren. Das war die, oh mein Gott, da müsste er die schlimmste den Geiselnehmer erschießen. Geschichte meiner ganzen Karriere. Zeigen Sie mal bitte. Genau die Bilder habe ich noch im Kopf. Wir wurden zum Banküberfall gerufen. Oh. Und der Geiselnehmer drohte, die Geisel zu erschießen. Ich musste damals das erste Mal von meiner Dienstwaffe Gebrauch machen. Die Sache drohte einfach zu eskalieren. Ich musste ihn erschießen. Mir blieb keine andere Wahl. Das Schlimmste in der ganzen Geschichte war immer noch, dass seine Tochter alles mit ansehen musste. Er hatte sie damals beigehabt. Und es lässt mir alles keine Ruhe. Ich muss immer noch Schlaftabletten abends nehmen, weil ich kann nicht durchschlafen. Ich habe Albträume. Ich schwöre dir, das ist die Tochter. Das passt zusammen. Victoria, Vicky, das ist kein Zufall. Also ich finde, wir sollten Ihre Kollegen auf jeden Fall darüber informieren, damit sie das auch in dem Ermittlungsverfahren gegen Sie auch berücksichtigen werden. Ich meine, offensichtlich ist das Motiv von Victoria Rache. Definitiv. Ich werde die Kollegen anrufen. Oh nein. Was denn? Eine Nachricht von, oh mein Gott. Was denn? Von Paula. Was ist denn los? Vicky will sich mit ihr in der Gartenkolonie treffen. Ey, wir müssen da sofort hin. Nein. Wir müssen sofort los. Ach, warte, ich hole den Kollegen. Also, wenn Vicky wirklich das Mädchen von damals ist, dann kapiere ich jetzt auch, warum sie sich an Heiko rächen will. Hoffentlich will sie nicht Gleiches mit Gleichem vergelten. Denn dann schwebt Paula wirklich in höchster Lebensgefahr. Vicky Lammers wirft dem Polizisten Heiko Gerke versuchte Vergewaltigung vor. Sie will sich mit dieser Lüge an Heiko rächen, da er vor 11 Jahren ihren Vater bei einer Geiselnahme im Dienst erschossen hat. Heikos Anwältin Alisa Valjulova befürchtet, dass sie es nicht nur auf Heiko, sondern auch auf seine Frau Paula abgesehen hat. Sie alarmiert sofort die Polizei und eilt mit ihrem Mandanten zum Schrebergartenhäuschen der Gerkes. Bleibt da, wo ihr seid! Bleibt da, wo ihr seid. Bitte machen Sie keinen Unsinn. Bitte legen Sie das Messer weg. Was für ein Unsinn? Was legen Sie das Messer weg? Was machen Sie denn? Und was redest du überhaupt? Du hast meinen Vater ermordet. Du hast ihn ermordet und gleich wirst du sehen, wie es ist, wenn man jemanden verliert, den man über alles liebt. Ich hatte alles so gut geplant, Mann. Die DNA, die SMS, die Schlaftabletten, alles. Aber Sie sind aufgetaucht und haben alles kaputt gemacht. Vicky, beruhig dich. Die Schnauze, Mann. Es ist vorbei. Frau Lammers, bitte legen Sie das. Legen Sie das Messer weg, bitte. Ihr Vater wurde erschossen, als er eine unschuldige Geisel festgehalten hat. Genau das Gleiche tun Sie jetzt. Aber warum? Ihr Vater hat Sie damals zur Geiselnahme mitgenommen. Nur deshalb, es tut mir sehr leid, was Sie für einen Schmerz widerfahren mussten. Wegen dieser ganzen Ereignisse. Hätte der Person dann nicht mal was getan? Aber die Polizei, der Polizeibeamte, was sollte er denn tun, wenn er sieht, dass Ihr Vater fast eine unschuldige Geisel erschießt? Bitte lassen Sie die Frau von Heiko los. Bitte, es ist vorbei. Ich kann dann viel für Sie tun jetzt noch, aber bitte, bitte hören Sie auf. Bitte schmeißen Sie das Messer weg. Bitte legen Sie das Messer weg, Frau Lammers. Bitte legen Sie das Messer weg. Es ist okay. Ganz ruhig. Es ist okay. Es hat ein Ende. Das ist alles nicht okay. Alles in Ordnung. Es war so schrecklich.
Alisa Valjulova konnte Vicky Lamas Racheaktion verhindern und sie zu einem Geständnis bringen. Die 19-Jährige hatte sich die versuchte Vergewaltigung nur ausgedacht, um sich an Heiko zu rächen. Das Ermittlungsverfahren gegen Heiko wurde daraufhin sofort eingestellt. Der Polizeibeamte darf wieder seiner Arbeit nachgehen und wurde sogar befördert. Gemeinsam mit den Kollegen und seiner Frau feiert er den Neuanfang. Wir sind hier, um wieder was zu feiern. Das war natürlich erstmal das 10-jährige Hochzeitsfest von euch. Und natürlich, eine Beförderung. Und du hast es verdient. Du bist ein sehr guter und gewissenhafter Polizist. Und darüber freuen wir uns alle. Herzlichen Glückwunsch, sage ich im Namen von aller Kollegen, zu deiner Beförderung. Heiko. Dankeschön. Prost. Ja, danke an meine Frau Paula, die wirklich in der ganzen Zeit zu mir gehalten hat, immer zu mir stand und wirklich nicht von mir von abwägen, sich hat abbringen lassen. Ich danke dir einfach. Prost. Prost. Ja, und was ist mit uns? Meinst du, du wirst mir jemals wieder verzeihen können? Ach Mensch, Kai. Mensch, wenn du ab und zu mal vorbeikommst hier, den Rasen im Garten mähst, denke mal, monatelang Nachtschichten übernimmst du mich, da kommen wir wieder auf den grünen Zweig. Das kriegen wir hin, das soll das kleinste Problem sein. Prost, Kai. Prost. Freut mich. Also ich bin total glücklich, dass es alles so gekommen ist, wie es jetzt gekommen ist. Obwohl ich glaube, meine Anwältin hätte mich rausgeboxt. Da bin ich fest der Überzeugung. Aber es ist natürlich viel, viel schöner, das Gefühl, dass man von allen Anschuldigungen freigesprochen wird. Mir geht's einfach gut jetzt. Kai Kolpe muss wegen seiner Falschaussage eine Geldstrafe zahlen. Vicky Lamas wurde wegen Freiheitsberaubung, falscher Verdächtigung und Verleumdung zu einer Jugendstrafe von einem Jahr auf Bewährung verurteilt. Außerdem muss sie sich einer stationären psychiatrischen Behandlung unterziehen. Da Heiko sich schuldig an ihrem Trauma fühlt, hat er sich vorgenommen, sie zu besuchen.